Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ars Electronica Home Delivery. Heute steht am Programm die Reise durchs Universum 5. Leider mit leichter zeitlicher Verspätung wegen technischen Problemen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Allerdings, wenn Sie das Ganze nicht live sehen, dann betrifft Sie das eh nicht. Reise durchs Universum. Recht weit werden wir heute nicht kommen, weil ich habe mir als heutiges Thema die Gasgiganten genommen. Und zwar im speziellen Jupiter und Saturn. Und nachdem der Jupiter so um die 45 Lichtminuten von der Erde entfernt ist und die Grenzen des Universums, soweit sie uns bekannt sind, 13,8 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, kommen wir nicht einmal, legen wir nicht einmal einen Kotzensprung im Universum zurück. Aber trotzdem, die Serie heißt so und wir schauen uns das jetzt einmal an. Also, Sie sehen hinter mir die Erde, ich glaube, den Planeten hat jeder erkannt, und da sehen Sie oben das Zentrum der Milchstraße, also da sieht man den Pfeifennebel hier, und der ist im Sternbild Steinbock, und irgendwo da im Sternbild Steinbock müsste sich eigentlich auch Jupiter bzw. Saturn, Steinbock und Wassermann finden. Sehen Sie sie? Ich nicht. Wir haben in diesem Programm Uniview allerdings die Möglichkeit, solche Sachen dann besser zu finden. Nämlich, wenn ich da hinaus zoome, dann werden mir die Umlaufbahnen eingeblendet. Zuerst kommt einmal der Mond herein auf der rechten Seite. Das sind 1,3 Lichtsekunden und die einzige Distanz, die die Menschheit schon zurückgelegt. Und da sehen Sie jetzt Jupiter und Saturn. Ja, also gefunden ohne die Hilfe dieser Umlaufbahnen hätte ich es nicht, aber danke Uniview, dass da die Planetenumlaufbahnen in grün eingezeichnet werden. Ich möchte das Ganze, weil wir jetzt schon bei den Planetenumlaufbahnen schon sind, aber auch gleich nochmal verwenden, um die Distanzen ein bisschen zu erklären. Also hier haben wir Jupiter und hier haben wir Saturn. Und oft wird gefragt, wie lang dauert zum Beispiel so ein Signal, bis das auf der Erde ankommt. Das ändert sich, weil die Erde und Jupiter nicht immer im gleichen Verhältnis stehen. Das da sind nicht ganz 5 astronomische Einheiten. Also das heißt 5 mal 8,5 Minuten, weil die Distanz, also das Licht der Sonne zu uns braucht ca. 8,5 Minuten und das ist eine astronomische Einheit. So, wenn jetzt die Erde auf ihrer Umlaufbahn da herüben steht, dann sind das 6 astronomische Einheiten. Das sind also so 50 Minuten. Wenn jetzt die Erde aber da steht und der Jupiter da, dann ist das entsprechend kürzer. Also das Allerkürzeste, was sein kann, sind 4 astronomische Einheiten. Das wären dann 33 Minuten. Kürzer geht es nicht. Aber es ist halt eben unterschiedlich. Und zu Saturn sind es fast 9 astronomische Einheiten. Da verlängert sich das Signal entsprechend länger. Mathematik können Sie dann daheim selbst durchführen, sollte es Sie interessieren. Was dieses Programm hier auch noch ermöglicht, ist, dass wir uns beamen können. Das geht nur in virtuellen Räumen, so wie hier im Deep Space. Ich kann hier zum Beispiel Jupiter einschalten und dann, wenn es mich lässt, dann können wir dorthin hüpfen. So. Und dieses Programm ist eine Echtzeitanimation, das heißt, es schaut genauso aus, wie es derzeit ausschaut. Vor einer halben Stunde, wie ich zum Test das Ganze mal gestartet habe, war der große rote Fleck noch wesentlich weiter herinnen. Jetzt dreht er sich schon fast aus dem Bild. Das bedingt, dass halt eben Jupiter in etwas weniger als 11 Stunden sich einmal um die eigene Achse dreht. Und das tut er hier herinnen auch. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ein ganz wichtiger Planet für uns, weil Jupiter hat so viel Masse wie alle anderen Planeten, ihre Monde und alle Asteroiden zusammen, also ungefähr doppelt so viel wie alles andere zusammen. Das ist ein ziemlicher Brocken, sagen wir mal so.
Und Jupiter ist sozusagen unser Schutzschild. Alles, was von an Kometen oder irgendwelchen Trümmerteilen von außen hereinkommt, hat eine gute Chance, dass entweder von Jupiter eingefangen wird oder vom Jupiter wieder hinausgeschleudert wird. Er ist bis jetzt von mehreren Sonden besucht worden, nicht nur deswegen, weil er natürlich ein sehr interessantes Objekt zum Beobachten ist, sondern auch, weil die Sonden mit der Schwerkraft des Jupiters Schwung nehmen. So, ich bin jetzt ein bisschen rausgefahren und da ist mir gerade was passiert, was aber sehr spannend ist. Es ist nämlich zufällig gerade der Jupitermond Europa, der zweite galileische Mond, in einem extrem guten Platz für unsere Präsentation heute. Das ist Zufall, weil dort steht er halt gerade momentan in Wirklichkeit. Wir werden dann nachher gleich sehen, wenn ich rausgehe, dann blendet man nämlich auch die Umlaufbahnen der Monde, der Planeten ein, und da werden wir sehen, dass es der zweite galileische Mond ist. Und wenn Sie den jetzt da so genauer anschauen, dann schaut er aus wie unser Nordpol von oben. Da ist nämlich unter einer Eisschicht ein vielleicht bis zu 100 Kilometer tiefer Ozean aus flüssigem Wasser auf diesem Mond vorhanden. Wenn wir gerade bei den Monden sind, gehen wir ein bisschen raus und schauen uns das ein bisschen genauer an. Ah, da kommt gleich der nächste sehr günstig rein. Dieser Mond ist jetzt der dritte galileische Mond, Ganymed. Mal schauen wir, ob der zweitgrößte Mond unseres Sonnensystems. Ganymed ist insofern auch total spannend, er ist auch größer als der Planet. Ganymed ist der größte Mond unseres Sonnensystems und größer als der Planet Merkur. Ganymed hat irgendwann einmal Plattentektonik gehabt. Das kann man an seiner Oberfläche feststellen. Jetzt hat er es nicht mehr oder man hat es zumindest bis jetzt nicht beobachten können. Ganymed hat ein Magnetfeld. Also vielleicht hat er einen flüssigen Kern. Wir wissen ja bei unserer Erde nicht einmal, wie unser Erdkern sicher ausschaut. Also können wir bei solchen Monden und wirklich nicht genau wissen, wie es bei denen ausschaut. Aber bei Jupiter selber vermutet man einen Eisenkern in der Mitte, aber ganz sicher kann man sich nicht sein. Aber nachdem Ganymed jetzt durch Zufall reinkommen ist und ich gesagt habe, dass er ein Magnetfeld hat, alle Objekte mit einem Magnetfeld zeigen Polarlichter und man hat auch auf Ganymed bereits Polarlichter fotografiert. So, wir sehen die Umlaufbahnen der Monde eingeblendet. Und wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir, dass die alten Monde, also die Monde, die vermutlich mit dem Planeten mit entstanden sind, schön brav in der Äquatorialebene um den Planeten kreisen. Und da hätten wir natürlich ganz besonders zu erwähnen die vier galileischen Monde, ein bisschen hinterm Jupiter versteckt. Io, Europa und Ganymed haben wir uns gerade angeschaut und das ist der vierte, Callisto. Alle vier sind größer als unser Erdmond. Io, Europa und Callisto allerdings nur ganz knapp. Wieso sind diese Monde so wichtig? Wenn man es von der Seite hinschaut, ein bisschen kann man es erkennen, etwas stören die Orbits, die eingezeichneten da. Aber Galileo Galilei hat sich hier Anfang des 17. Jahrhunderts ein Teleskop selbst gebaut und hat 1609 diese Monde da beobachtet und hat festgestellt, dass diese vier Punkte, die er gesehen hat, ständig ihre Position ändern. Das können also keine Sterne sein, und hat erkannt, dass Jupiter sowas wie ein Mini-Sonnensystem ist, wo Jupiter im Zentrum steht und aus dem und aus den Phasen der Venus hat er dann geschlossen, dass die Erde nicht im Zentrum unseres damals sogar Universums, aber zumindest unseres Sonnensystems stehen kann, weil diese Erscheinungen würden sich sonst nicht anders erklären lassen. Wenn wir gerade da in der Gegend so schön da sind, schauen wir uns die anderen
Jupitermonde auch noch an. Derzeit sind 79 bekannt. Und ich finde, es schaut immer eher aus wie ein Vogelnest. Also außer den galileischen Monden und noch einigen anderen, die offensichtlich mit dem Planeten mit entstanden sind, dürften das hier alles eingefangene Asteroiden sein. Und die sind teilweise wirklich kleinere Steinbrocken. Und würde mich nicht wundern, wenn wir mit besseren Teleskopen dann nochmal einen ganzen Haufen dazu finden. So, wieder zurück zum Planeten, noch ein paar Details zu diesem wunderschönen Ding. Also er wurde schon von den Voyager-Sonden, von den Pioneer-Sonden besucht. Die Sonde Galilei ist immer noch im Orbit um Jupiter, liefert aber keine Daten mehr, weil die Batterie ausgegangen ist. Jupiter, habe ich ja gesagt, ist unser Schutzschild und hält Kometen und alles Mögliche ab. Und 1994 hat es da auch ein besonders tolles Ding gegeben. Und zwar ist ein Komet, der in bis zu 21 Teile zerbrochen ist, Shoemaker-Levy 9, in den Jupiter gestürzt. Und die Einschlagskrater waren dann noch Monate auf der Oberfläche zu sehen. Wieso der große rote Fleck rot ist, weiß man nicht. Momentan kann man es chemisch nicht erklären. Diese Bänder, die Sie da sehen, sind Wettersysteme. Um den roten Fleck bewegt sich das Band eigentlich so, ein paar da oben bewegen sich in die andere Richtung, aber die Farbigkeit kann man sich nicht erklären. Jupiter ist ein Gasplanet und besteht hauptsächlich aus Wasserstoff. Und dadurch, dass er so eine große Masse hat, ist Wasserstoff in den tieferen Schichten flüssig und ganz in tiefen Schichten sogar metallisch, also fest. Aus dem dürfte sich auch das extreme Magnetfeld von Jupiter ergeben. Jupiter hat bei Weitem das größte Magnetfeld nach der Sonne natürlich in unserem Sonnensystem, und auf der sonnenabgewandten Seite erstreckt sich das Magnetfeld des Jupiter bis zur Umlaufbahn des Saturn. Das ist unser Stichwort. Wir beamen uns weiter und schauen uns den nächsten Kollegen da draußen gleich an. Saturn. Wenn Besucher hier im Deep Space herinnen sitzen, dann ist es uns ein besonderer Spaß, sie auf den Ringen des Saturns sitzen zu lassen und sie dann auch durchzutauchen zu lassen, beziehungsweise ihnen die Ringe auf den Kopf zu werfen. Tut alles nicht weh, wir sind in einer virtuellen Welt. Und wenn wir jetzt auch von der Seite auf diese Ringe drauf schauen, die schauen extrem dünn aus. Das sind sie auch. Die sind zum Teil dünner als 10 Meter. Und was wir hier sehen, sind eigentlich nur der A-, B- und C-Ring. Der D- und E-Ring ist so, sieht man hier im Programm nicht wirklich gut. Übrigens, was ich vorher zu erwähnen vergessen habe, alle Gasplaneten haben Ringsysteme, auch Jupiter hat einen Ring. So, in diesen Ringen sind da außen zum Beispiel zwei Monde drinnen, sieht man nicht, sind zu klein, um sie da zu erkennen. Pan und Pandora, die nennt man die sogenannten Shepherd Moons, Schäfermonde, und die halten diese Ringe ja, stabil. Jedes Mal, wenn allerdings so ein Mond vorbeikommt, dann kann sie aus dem nur 10 Meter dicken Gebilde ein mehrere Kilometer dick hoher Berg erheben, der dann wieder in die Ringebene zurückfällt. Und nur damit Sie eine Größenordnung haben, von da bis daher, das ist ungefähr die Distanz Erde-Mond. Also ziemlich großes Ding. Allerdings, komischerweise, ist Saturn der leichteste, also der am wenig dichteste Planet. Wenn es einen Ozean da draußen gäbe, Saturn würde auf Wasser schwimmen. Zu den einzelnen, sehen Sie dieses Loch da drinnen? Das ist die sogenannte Cassinische Teilung, und die Raumsonde
entdeckt wurde sie vom Astronomen Cassini, aber die Raumsonde Cassini, nach dem Herrn auch benannt, ist da mal durchgeflogen. Und da ist wirklich nichts. Da gibt es einen Mond, da habe ich vorher schon nachgeschaut, der ist leider heute etwas ungünstig gelegen. Der Mond Mimas, ich glaube, es ist der da, der ist genau doppelt so weit draußen wie diese cassinische Teilung. Das heißt, alle Teilchen, die da drinnen um den Planeten rotiert sind, haben jede zweite Umdrehung einen Gravitationskick gekriegt. Und im Laufe der Zeit sind sie auf die Art und Weise einfach rausgeflogen. Übrigens, seit kurzem hat Saturn mehr Monde wie Jupiter. 82 sind teilweise bekannt. Sie sehen auch wieder da die Umlaufbahnen. Da gibt es aber auch Monde, die ganz tolle Umlaufbahnen haben, die tun immer Platz tauschen. Dann gibt es einen Mond, der Janus, der eine Seite weiß hat und die andere dunkel. Dann gibt es Enceladus kreiert, dürfte das da sein. Enceladus hat am Südpol die sogenannten Tiger Stripes, wo Kryovulkanismus auftritt, wo also Wasser und sehr, sehr viele organische Moleküle aus dem Planeten rausgequetscht werden und diese Fahnen, die dann hinausblasen, formen den sogenannten E-Ring. Und nachdem ich vorher eben kontrolliert habe, habe ich gesehen, irgendwo da müssten wir jetzt den tollen der Mond Titan finden. Und da ist er schon, dieser rote Kumpan da vorne. Ich versuche ihn reinzudrehen. Das ist der zweitgrößte Mond unseres Sonnensystems nach Ganymed. Ein Mond, den auch schon Galileo gesehen hat. Und wenn Sie selbst, ich möchte selber hier und da mal auf Saturn mit einem Fernrohr schauen, der ist relativ gut zu erkennen. Titan hat eine dichte Atmosphäre. Wir haben schon eine Sonde drauf landen lassen. Und zwar hat die Cassini-Sonde, die bis vor kurzem rund um Saturn gekreist ist, bevor sie es in Saturn hineinstürzen haben lassen, hat einen extra Teil, die Sonde Huygens, abgesetzt. Und Huygens ist auf Titan gelandet und hat zwar nicht sehr lang, ich glaube 6 Minuten, Bilder geschickt. Und diese Bilder zeigten ein Flussbett, ähnlich wie einem Flussbett auf der Erde. Und mittlerweile weiß man, dass unter der dichten Atmosphäre von Titan sich Ozeane, Flüsse und Seen verbergen, allerdings nicht aus flüssigem Wasser, sondern bei einer durchschnittlichen Temperatur von fast minus 180 Grad ist das flüssiges Methan hauptsächlich. Es ist auch Ethan und Ammoniak und andere Sachen sind auch in der Atmosphäre vorhanden, aber hauptsächlich besteht die aus Methan. Ja. Schauen wir uns das Ganze nochmal von etwas weiter weg an. Sie sehen auch hier wieder dieses Nest, das sie da gebildet hat. Wobei die 20 Saturnmonde sind erst vor kurzem entdeckt worden, also glaube ich nicht, dass die alle da schon eingezeichnet sind in diesem Programm. Aber Sie können sich vorstellen, wie dieses Chaos da außen abläuft und nicht alle. Sieht man auch deutlich, wenn eine Linie endet, das ist, wo der Mond gerade ist. Das heißt, dieser bewegt sich ganz offensichtlich retrograd, also in die andere Richtung, während sich dieser Mond zum Beispiel mit dem Planeten mitbewegt. So, und das war jetzt unser heutiger Auszug, Reise durchs Universum. Ich möchte diese Reise in absehbarer Zeit fortsetzen mit den Eisriesen Uranus und Neptun und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön, Wiedersehen.